Sehr geehrter Herr Rektor Gerzerbeck, liebe Gerda Schneider, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, die ihr hier heute den Weg heraufgefunden habt in den EH01 ins Exnerhaus, um diese Antrittsvorlesung zu den Strategien für eine zukunftsfähige Raumplanung auch entsprechend beizuwohnen. Ich freue mich sehr, natürlich auch aus einer persönlichen Perspektive, klar, dass ich diese Antrittsvorlesung heute halten darf. Und ich habe mir das Strategiethema gewählt, auf der einen Seite deswegen, weil Strategien der Planung mich schon sehr lange beschäftigt, schon seit über 15 Jahren. Mein Beginn hier wissenschaftlich tätig zu sein, hat mit strategischer Umweltprüfung zu tun gehabt, oder war der Einstieg war die strategische Umweltprüfung. Und Strategie ist auch etwas, was man immer aus der Perspektive von bestimmten Akteurinnen und Akteuren auch zu erzählen hat, die Geschichte einer Strategie. Und damit ist es auch sehr gut darzustellen, die Strategie auch darzustellen, wie ich meinen Lehrstuhl hier anlegen möchte und auf der anderen Seite aber auch, wie sich das IRUB in Zukunft positionieren wird. Wie nähere ich mich diesem Thema? Grundsätzlich gehe ich von nachhaltiger Raumentwicklung aus, leite da über zu einer zukunftsfähigen Raumplanung, wobei ich da mit der These beginne, dass Raumplanung dann auch zukunftsfähig ist, als Fach zukunftsfähig ist, wenn sie eine nachhaltige Raumentwicklung unterstützt. Ich möchte ein bisschen was über mein theoriegeleitetes Fundament darstellen und dann überleiten auf die Arbeitsfelder, Arbeitsprinzipien und Themen des IRUB. Die Grundsätze einer nachhaltigen Raumentwicklung kann man herunterbrechen auf bestimmte räumliche Gestaltungsprinzipien, die wir alle kennen, die seit Jahrzehnten teilweise auch diskutiert werden. Da geht es um Funktionsmischung, da geht es um Dichte, da geht es um Nähe, kurze Wege, um Kompaktheit und um Innenentwicklung. Das sind einige Aspekte, könnte man noch weiter aufspannen, aber das sind die wesentlichsten davon. Da wollen wir hin, grundsätzlich einmal, auch in unseren planerischen Leitbildern. Das gelingt nicht immer, wie diese Fotos zeigen, wie diese Luftbilder zeigen. Und die Frage ist natürlich auch, warum ist es so, welche Mechanismen sind hier am Werken? Bevor ich mich dieser Frage ganz kurz nähere, möchte ich diese Skizze hier noch zeigen, diese Grafik zeigen. Da geht es um die Wohnungen in Österreich mit Hauptwohnsitzangabe, die nach Bauperiode entwickelt werden. Die verschiedenen farblichen Felder zeigen die Bauperioden. Das hier ist 1971, da bin ich geboren, da hat auch der erste Bericht an den Club of Rome hier abgegeben und vorgestellt worden. Und da ist es schon gegangen um Grenzen des Wachstums. Ganz klar, das war auch sozusagen ein Meilenstein in der Nachhaltigkeitsdiskussion. Und das möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten. 52% aller Wohnungen in Österreich wurden nach 1971 gebaut. Also mehr als die Hälfte aller Wohnungen wurden in Österreich nach diesem Bericht über die Grenzen des Wachstums gebaut. Das heißt, da hätte man schon das eine oder andere wissen können. Da hätte man sich auch mit diesem Thema Grenzen des Wachstums, auch mit dem Thema Flächenverbrauch und so weiter schon entsprechend konstruktiv auseinandersetzen können, hat es aber nur teilweise geschafft. Was heißt das jetzt für unsere nachhaltige Raumentwicklung? Ich verwende grundsätzlich, wenn ich von Nachhaltigkeit rede, eine grafische Darstellung, die hier das Nachhaltigkeitsei. Andere machen es dann etwas weniger eiförmig, sondern rund, dann sind es die konzentrischen Kreise, die etwas symbolisieren, nämlich auch einen Systemgedanken symbolisieren, dass die Umwelt ein Gesamtsystem ist, in dem alle unsere Aktivitäten eingebettet sind, dass die Gesellschaft ein Subsystem der Umwelt ist und die Wirtschaft ein Subsystem der Gesellschaft. All das gemeinsam kann nur dann funktionieren, wenn die Teilsysteme das übergeordnete System jeweils nicht überbeanspruchen. Wenn wir uns das jetzt in der Relation von Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt anschauen, dieses Nachhaltigkeitsei auseinanderziehen, und einmal überlegen, wie steht der Verbrauch von Umweltkapazität mit der verfügbaren Umweltkapazität, wie stimmt das überein, dann sehen wir recht deutlich, dass wir derzeit, zumindest in unseren Breiten, die Umweltkapazität, biologisch produktive Landfläche, die wir haben, deutlich übernutzen. Das gibt verschiedene Erklärungsmuster dafür, aber im Endeffekt läuft es daraus hinauf, wir brauchen zu viele Ressourcen und unter anderem auch zu viel Fläche. Warum ist es so? Welche Erklärungsansätze können geliefert werden? Das, ohne jetzt da allzu sehr ins Detail zu gehen, es könnte sein, dass wir das Erklärungsmuster haben, dass Werte und Einstellungen, die wir dann im alltäglichen Leben praktizieren, jetzt nicht wirklich mit den Werten einer nachhaltigen Raumentwicklung oder einer nachhaltigen Entwicklung übereinstimmen. Wir können vielleicht auch konstatieren, dass die Werte und Einstellungen grundsätzlich und im Allgemeinen übereinstimmen, aber wenn es dann um die Realisierung von einem ganz bestimmten Vorhaben geht, dann doch näherliegende Interessen
von Akteurinnen und Planungsbetroffenen entsprechend im Vordergrund stehen. Wir können das mit Lebensstilen und Wirtschaftsweisen erklären, auch zumindest teilweise erklären. Wir können aber auch gleichzeitig auch sagen, dass bestimmte staatliche Steuerungssysteme und Anreizsysteme hier eine Bandbreite von Entscheidungen für die Bürgerinnen und Bürger, für die Unternehmen auch nahelegen, die jetzt nicht unbedingt mit nachhaltiger Raumentwicklung übereinstimmen muss. Also sprich, dass hier auch im staatlichen System fehlgesteuert wird teilweise, dass man in der Raumplanung sagt, wir wollen das und dass man in anderen Disziplinen zum Beispiel sagt, oder in anderen Verwaltungsbereichen und Politikbereichen sagt, wir fördern etwas ganz anderes zum Beispiel. Oder wir setzen andere rechtliche Rahmenbedingungen. Und was man auch natürlich sehen und anerkennen muss, Raumplanung ist ein spannendes Feld. Pläne und Programme der Raumplanung können viel, aber sie haben auch ihre Grenzen. Und die muss man auch entsprechend in Betracht ziehen. Wir haben hier heute den ganzen Tag über zum Thema Planungsqualität viel darüber auch diskutiert, ohne das jetzt weiter vertiefen zu wollen. Was bedeutet jetzt, wenn wir das weiterführen, zukunftsfähig ist Raumplanung dann, wenn sie eine nachhaltige Raumentwicklung unterstützt? Was bedeutet das jetzt für das Handeln in der Raumplanung? Was können wir daraus ableiten? Wenn wir doch sehen, dass die Kluft zwischen dem Ziel und der vielfach gelebten Realität, wobei man auch sagen muss, es gibt Realitäten, die diesen Zielen durchaus auch entsprechen. Es ist nicht alles schlecht, was produziert wird, aber es wird vieles oder das eine oder andere läuft nicht so, wie man sich es idealtypischerweise vorstellen würde. Was können wir denn eigentlich tun? Was haben wir für Ansätze? Einige sind altbewährt, andere sind neu und die neueren werden dann auch auf mein theoretisches Fundament überleiten. Wir können die hoheitlichen Planungen natürlich an den Prinzipien einer nachhaltigen Raumentwicklung orientieren, was die Ordnungsfunktion anlangt. Wir können stärker auf die Umsetzung von Plänen fokussieren. Also ein Plan ist nicht fertig, wenn er verordnet ist, wenn er kundgemacht ist. Ein Plan wird dann erst aktiv, wenn es um die Umsetzung dieses Plans geht. Das hat auch viel mit Kommunikation zu tun, komme ich gleich noch drauf. Wir haben verschiedenste Instrumentarien wie Vertragsraumordnung, privatwirtschaftliche Verträge, um Raumplanung auch hier in dieser Umsetzung begleiten zu können. Wir können in dieser Umsetzung öffentliche Investitionen entsprechend abstimmen und auch entsprechend versuchen, mit Baulandbeschaffung hier die Verfügbarkeit so sicherzustellen, dass wir dort in den Lagen, in denen wir auch wirklich wollen, die Entwicklungen auch begünstigen können und vorantreiben können. Und das bedeutet aber auch eines, dass wir uns vermehrt darum kümmern müssen, dass wir räumliche Aspekte in Steuern, in Steuersysteme wie das Grundsteuerregime zum Beispiel integrieren sollten. Da haben wir im Projekt Planvision einmal einen Vorschlag dafür gemacht, für eine parabelförmige Grundsteuerkurve zum Beispiel, die sehr niedrige Dichten und sehr hohe Dichten hoch besteuert und mittlere, maßvolle Verdichtung am wenigsten besteuern würde. Und das Ganze heißt natürlich auch in Förderungen zu integrieren. Bei der Wohnungsbauförderung kommt das schon langsam oder ist in den letzten Jahren schon langsam etwas in Gang gekommen, bundeslandspezifisch auch wieder unterschiedlich. Aber auch hier gibt es die Möglichkeiten, das noch entsprechend zu unterstützen. Und wir können natürlich unsere Planungsinstrumente verbessern, das ist klar. Wobei verbessern heißt nicht zwingend immer, dass wir neue Planungsinstrumente haben, sondern dass man sie in der Anwendung vielleicht ein bisschen anders prononciert. Da fallen mir zwei Handlungsansätze mal grundsätzlich ein, sehr vordergründig ein. Das eine ist das Thema Regionalplanung. Ganz viele Studien kommen immer wieder zum Schluss, dass die regionale Ebene sehr wichtig ist. Die ist, je nachdem in welchem Bundesland sie sich bewegen, sehr unterschiedlich gelebt. Und das Zweite, was mir einfällt, ist das Thema der dritten Dimension. Sofort, wenn man sich überlegt, welche Vision habe ich für einen Ort und das auf den Punkt gebracht und auf den Boden gebracht, würde das auch bedeuten, dass wir viel stärker Flächenwidmungsplanung und Bebauungsplanung integrieren. Vielfach wird auf die Bebauungsplanung verzichtet, halte ich für einen großen Fehler, sondern ich glaube, dass man das grundsätzlich viel stärker gemeinsam betreiben muss. Und was für mich auch sehr wichtig ist, ist die Frage, was ist unsere Position als Planer, als Planerin in einem Planungsprozess, was hätten wir für eine Aufgabe? Und ich betrachte da sehr oft, das Thema Bewusstseinsbildung ist da noch ein bisschen vordergründig, ich betrachte Planungsprozesse auch als Lernprozesse. Wer lernt? Das ist jetzt natürlich keine Hörsaalsituation. Wer lernt? Das lernen Planerinnen und Planer, es lernen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit, zumindest wenn sie partizipativ beteiligt wird, gemeinsam darüber, was die besten Zukunftsoptionen für die Ortsentwicklung, für die regionale Entwicklung und so weiter wären. Das heißt, dass wir hier
auch eine bestimmte andere Methodik brauchen müssen, also anwenden müssten, um diese Lernprozesse in Gang zu setzen. Das hat einen Rahmen. Der Rahmen könnte die stärkere Verschränkung von formellen und informellen Planungsinstrumenten sein. Und es bedeutet aber auch, sich verstärkt mit dem Thema Strategie in der Planung zu beschäftigen, auseinanderzusetzen und auch hier viel stärker strategisch zu arbeiten. Was bedeutet Strategie in der Planung? Wie kann man das herunterbrechen auf einige wenige Grundsätze? Am Beginn einer Strategie oder als wesentliches Kernelement einer Strategie steht immer eine Vision, ein Leitbild. Sie ist an Zielen ausgerichtet, sie beschäftigt sich mit der Gesamtheit, sie beschäftigt sich nicht mit den Details, wir sind viel zu schnell am Projekt. Es geht auch darum, die Gesamtsicht nicht zu verlieren, gerade wenn es um nachhaltige Raumentwicklung geht. Das Ganze sollte in einem gesellschaftlichen Lernprozess stattfinden, es sollte alternative Planungsoptionen heranziehen, das haben wir heute auch am Laufe des Tages mehrmals gehört, dass Planungsvarianten hier ein wesentlicher Aspekt sind, um die Qualität von Planungen auch entsprechend zu heben. Und es geht auch darum, dass man sich um die Maßnahmen kümmert. Die Maßnahmen zur Erreichung dieser Visionen, dieser Leitbilder und dieser Ziele, das sind Maßnahmen, die wir in unseren Plänen und Programmen auch verordnen können. Das sind aber auch Maßnahmen, wie schon angesprochen, die darüber teilweise hinausgehen. Welche Varianten haben wir denn grundsätzlich zur Verfügung im Planungsprozess? Sehr viel zu tun haben wir mit Standortvarianten, aber es gibt auch Systemvarianten darüber. Das sind Varianten von Leitbildern und Leitzielen. Was würde das heißen? Für eine Gemeinde zum Beispiel, sich damit zu beschäftigen, will ich wachsen und wie viel will ich wachsen? Will ich meine Bevölkerung halten? In welchen Dichten möchte ich zum Beispiel arbeiten? Und daraus ergibt sich dann zum Beispiel ein Flächenbedarf für eine weitere Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung. Also es geht da sehr viel um Bedarfsfragen, um die Frage, was will ich machen, in welcher Dimensionierung will ich das machen, will ich überhaupt bestimmte Entwicklungen einläuten. Wenn ich mich darauf geeinigt habe, wo ich hin will und was ich grundsätzlich umsetzen will, dann gilt es natürlich klarerweise in der Raumplanung darum, in Standortvarianten potenzielle Planungsvorhaben und Projekte entsprechend zu situieren. Und in technischen Varianten, da sind wir dann eher im Bereich der Bebauungsplanung, sich zu überlegen, wie man die Planungsvorhaben an einem gewählten Standort auch entsprechend realisieren kann. Jede dieser Varianten hat einen Strategieanteil. Wir wissen alle, landläufig, der Hund liegt im Detail. Das heißt, es gibt teilweise auch Systemvarianten, die dann daran scheitern, dass bestimmte Aspekte technischer Varianten von bestimmten Planungsvorhaben nicht umgesetzt werden können. Also insofern hat jeder Aspekt oder jede dieser Varianten einen strategischen Anteil, wobei der abnehmend ist. Und jetzt ist die Frage, wie wir diese Strategieanteile auch unter dem Gesichtspunkt des Lernens hier entsprechend in Planungsprozesse unterbringen können. Also wir haben unsere Leitbilder, unsere Ziele, wir leiten unsere Maßnahmen ab und dann ist was ganz wichtig, wir schätzen Folgen ab. Wir überlegen uns, welche Folgen haben wir, wenn wir unsere Maßnahmen tatsächlich umsetzen. Das können Folgen sein, die wir wollen, die wir anstreben. Das können aber auch Folgen sein, die wir nicht entsprechend haben wollen, die wir ablehnen aufgrund anderer Ziele zum Beispiel, die auch wichtig sind. Und da können dann zwei verschiedene Arten von Lernprozessen in Gang gesetzt werden. Zwischen Maßnahmen und antizipierten Folgen kann Single-Loop-Learning stattfinden, ein bisschen vereinfacht gesagt, Lernen auf der Sachebene. Was bedeutet dieser Lernprozess? Wir verbessern die Maßnahmen, die wir uns vorgenommen haben. Grundsätzlich belassen wir unsere Ziele so, wie sie sind. Wir verbessern die Maßnahmen, wir setzen Vermeidungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen. Das ist etwas, wo zum Beispiel auch Umweltverträglichkeitsprüfung sehr gut funktioniert oder funktionieren kann. Das ist etwas, was auch regelmäßig, würde ich sagen, stattfindet. Aber was kommt raus, was passiert, wenn wir die Folgen bei aller Optimierung unserer Maßnahmen, die wir dann erzielen, grundsätzlich trotzdem nicht tolerieren können? Dann heißt es ja zurück an den Start. Dann sind wir in der Double Learning Loop, das Lernen auf der Wertebene, da müssen wir unsere Visionen, Ziele und Leitbilder hinterfragen. Das ist ein viel schmerzvollerer Prozess. Das heißt, dass sehr viele Akteure, Akteurinnen auch ihre Positionen eventuell ändern müssen. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie entwickeln die Leitbilder, Sie machen die Maßnahmen, Sie machen eine Folgenabschätzung, Sie optimieren Ihr Prozess in mehreren Schritten, das sind Planungsprozesse, die oft über viele Jahre laufen, dann noch einmal sagen, zurück an den Start ist sehr schwierig. Da haben sich Sachzwänge ergeben, da wurden Zwischenentscheidungen getroffen. Das heißt, das Double Loop Learning findet sehr oft nicht statt. Und zwar nicht so, dass es entscheidungsrelevant wird. Das kann man auch entsprechend beobachten.
Was sich für mich daraus ergibt, ist, dass wir eine andere Art und Weise brauchen, auch eine andere methodische Zugänge brauchen, um dieses Double Loop Learning in Planungsprozesse integrieren zu können. Diese Planungsprozesse würden dann so ausschauen, dass wir von den Leitbildern und Zielen schon einmal in eine erste Folgenabschätzung gehen. Das wäre eigentlich das, was für mich die strategische Umweltprüfung auch vielfach leisten könnte, dass wir von den Leitbildern und Zielen über wenige Annahmen, über die Maßnahmen einmal in die Folgen kurz schließen und sofort Double Loop Learning betreiben können. Das heißt, das Lernen auf der Sachebene einmal grundsätzlich sagen können, wollen wir in diese Richtung weitergehen oder nicht. Und das Ganze, wenn man sich das anschaut, im Planungsprozess würde auch bedeuten, dass wir Wissen, bestimmtes Wissen, nämlich strategisch relevantes Wissen, sehr vorzeitig in einem Planungsprozess zur Verfügung haben müssen. Nämlich dann, wenn bestimmte Akteurinnen und Akteure, bestimmte Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger ihre Positionen im Planungsprozess festlegen. Dann sollte schon ein bisschen Wissen über die Folgen vorhanden sein und nicht erst, wenn sich alle festgelegt haben, etwas ausverhandelt haben, und dann fangen wir mal an mit der Folgenabschätzung, da kommt es zu spät. Das führt mich zu einem Konzept der strategischen Planungs- und Prüfmethoden, die wir entwickelt haben in verschiedenen Projekten, auch mit dem Kollegen Narodoslawski gemeinsam, die wir in dieser Indikatorpyramide auch oder in dieser Entscheidungspyramide veranschaulichen. Das ist eine etwas seltsame Pyramide, die muss man nicht von oben nach unten lesen. Die Fläche dieser Pyramide signalisiert oder symbolisiert, dass im Laufe eines Entscheidungsprozesses die Informationsflut zunimmt. Wir wissen mehr, je weiter wir im Entscheidungsprozess voranschreiten, was aber auch heißt, dass die Übersichtlichkeit verloren geht. Im Endeffekt landet man bei 10.000 Seiten in der UVP zum Beispiel oder bei vielen hundert Seiten in Erläuterungsberichten möglicherweise oder auch bei Stellungnahmen, wie wir heute am Vormittag gehört haben, von Planungsbetroffenen, die dann 350 Seiten von einem Rechtsanwalt schreiben lassen und einer Rechtsanwältin schreiben lassen. Also das bedeutet, dass wir hier sehr einen unübersichtlichen Informationsdschungel aufbauen, diese drei Farben symbolisieren, dass wir diese Informationen zur Umwelt, zu gesellschaftlichen und zu wirtschaftlichen Aspekten sammeln und dass auf der Systemebene grundsätzlich einmal noch relativ wenig Information vorhanden ist. In der Standortvariantenebene wird es mehr und auf der technischen Variantenebene haben wir dann die entsprechend größten Informationsfüllen zu bewältigen. Und diese strategischen Planungs- und Prüfmethoden, die richten sich hier an die Ebene der Systemvarianten. Die sollen bestimmte normative Grundsätze auch umsetzen können, die haben bestimmte Anforderungen. Da geht es darum, dass wir strategische Fragestellungen betrachten können, also eben gerade zum Beispiel diese Bedarfsfragen, die Fragen nach alternativen grundsätzlichen Zielbündeln, dass wir Grundsatzentscheidungen damit herbeiführen, dass wir relativ wenige Parameter nutzen, die sind nicht zwingend schutzgutorientiert, heißt aber nicht, dass die Entscheidungsmethoden und Entscheidungstools, die wir haben, nicht trotzdem eine hohe Komplexität haben. Nur diese Komplexität wird entsprechend reduziert, um eben dann auch entsprechend kommunizierbar zu werden. Wir können nicht nachhaltige Planungsvarianten ausscheiden, wir können Single- und Double-Loop-Learning unterscheiden mit, oder unterstützen mit diesen Planungs- und Prüfmethoden, vor allem aber auch dieses Double-Loop-Learning, und zwar auch in einer Art und Weise, wo wir relevante Akteurinnen und Akteure einbauen und komplexe Sachverhalte veranschaulichen und kommunizieren wollen. Das sind so wesentliche Anforderungen an dieses Konzept von Planungs- und Prüfmethoden. Wir haben verschiedene dazu gemacht. Eines für mich, oder das erste, das die Spitze der Indikatorpyramide wirklich umgesetzt hat, war der ELAS-Rechner. Das ist ein Tool, das in sich sehr komplex ist. Wir haben zum Beispiel ein Mobilitätstool, das in Abhängigkeit der Lage einer Siedlung und der Altersstruktur der Bevölkerung mit 75 verschiedenen Model Splits rechnet. Das ist ein Tool, das in einer Gesamtsicht die energetische Analyse über einen längeren Zeitraum von Siedlungsprojekten und Siedlungsplanungsvorhaben erlaubt. Und zwar sowohl was Raumheizung und Warmwasser anlangt, was Elektrizität anlangt, was die Mobilität der Bewohnerinnen und Bewohner anlangt. Also das ist eher die Seite auf der Nutzungsseite, die aber gleichzeitig auch die öffentliche Infrastruktur berücksichtigt. Und wenn Sie dann etwas bauen, wenn Sie die Siedlung verändern, dann können Sie auch noch sehen, welche graue Energie, also die Energie, die für die Bau und die Errichtung von öffentlicher Infrastruktur und Gebäuden notwendig ist, wie viel Energie das braucht. Aber nicht nur die Energie selbst wird hier in dieser energetischen Langzeitanalyse bewertet, als ein Parameter der Bewertung, sondern auch ein ökologischer Fußabdruck, CO2-Lebenszyklusemissionen, Umsetzung, Wertschöpfung, Importe, Arbeitsplätze, die mit diesem Siedlungsprojekt verbunden sind, in regionalökonomischen Analysen, die bundesländerspezifisch
auch ausdifferenziert sind. Da haben wir mit der TU Graz, mit Studia Schlierbach zusammengearbeitet, um all diese Aspekte unterzubringen in einem doch relativ umfangreichen Projekt. Wenn man sich diese Siedlung hier im Hintergrund anschaut, das ist eine klassische 0815 80er-Jahres-Siedlung in Freistadt, in einer ländlichen Kleinstadt in sehr zentraler Lage. Da kann man unter Berücksichtigung all dieser Eingangsparameter mal einen Energieverbrauch darstellen, einen ökologischen Fußabdruck darstellen und so weiter. Das sagt mir jetzt schon einmal ein bisschen was aus. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, ich habe ja auch internationale Verpflichtungen. Wir haben Klimaschutzziele zum Beispiel vereinbart, die wir verbindlich unterschrieben haben. Und was heißt, wir müssen entsprechend reduzieren. Allerdings funktioniert dieses Reduzieren nicht so wie im Ausverkauf. -20% ist nicht ganz so zu erreichen, nicht ganz so leicht zu erreichen, und -50% oder 80% schon gar nicht. Und das kann man mit diesen Methoden und mit diesen Tools auch darstellen, weil wir genau, wenn es dann um die stärkeren Reduktionen geht, ganz stark abhängig sind auch davon, in welchen räumlichen Strukturen wir uns bewegen. Und das kann man mit diesem Rechner entsprechend auch abbilden. In dem Fall habe ich die Siedlung so, wie sie ist, gelassen, habe 10% mehr Bewohnerinnen und Bewohner und mehr Wohnfläche hinzugefügt, überproportional mehr Wohnfläche als die Bewohnerinnen und Bewohner. Und gleichzeitig sind mit diversen anderen Maßnahmen, die in diesem Rechner abbildbar sind, der Energieverbrauch in diesem fiktiven Beispiel natürlich um 20% gesunken, der Fußabdruck hat sich halbiert, die CO2-Lebenszyklusemissionen sind um 30% gesunken. Das heißt, man kann sich entwickeln, man kann wachsen, auch als Gemeinde, man kann zusätzliche Einwohner, Einwohnerinnen einbringen und gleichzeitig auch das machen, was wir hier ausdrücken wollen, nämlich den Druck auf die Umwelt in einer Gesamtsicht zu reduzieren. Das ist ganz wichtig. Und für mich gehört auch dazu, dass wir diese Tools dann auch frei verfügbar machen, ins Internet stellen und auf diese Art und Weise auch ermöglichen, dass energieraumplanerische Entscheidungen quantifiziert werden, dass Grundsatzentscheidungen auf der Systemebene unterstützt werden, dass Standortentscheidungen optimiert werden, dass man zum Beispiel auch darstellen kann, wie ist der Einfluss der Bebauungsdichte auf den Energieverbrauch, den Fußabdruck, die CO2-Lebenszyklusanalysen etc. in diesem Planungsvorhaben, der Einfluss der öffentlichen Infrastruktur, der Versorgungsqualität, des Mobilitätsverhaltens etc. Und das Ganze auch unter Berücksichtigung von Energieeffizienz und von Energieaufbringung. Eben kombiniert mit diesem Thema Folgenabschätzung, mit einer umwelt- und sozioökonomischen Bewertung, die hier ganz wichtig ist, eben um diese Lernprozesse entsprechend in Gang zu setzen. Solche Planungsmethoden, übergeführt auch in Planungstools, haben wir mittlerweile etliche auch mitentwickelt. Vieles ist Energie, es kommt aus dem Thema Energieraumplanung heraus. Der ELAS-Rechner zum Beispiel, wie schon gesagt, aber einige mehr. Aber der ökologische Fußabdruck, den wir als Teil des ELAS-Rechners implementiert haben, auch der ist schon eine strategische Planungsmethode für sich. Da haben wir verschiedene Varianten, den Energiefußabdruck, der es ermöglicht, auch Energiewendepfade entsprechend abzubilden in diesen Formen, wie ich sie vorher mit dem Nachhaltigkeitsauch auch demonstriert habe. Der Water Supply Footprint, der ist in Brisbane entstanden. Wir haben damals eine Water Restrictions erlebt aufgrund der Wasserknappheiten. Und ich muss sagen, ich bin noch nie so nass geworden wie in Brisbane. Da hat es geschüttet und geregnet. Und ich habe meine Kollegen dort gefragt, wie gibt es das? Also wir haben zwar keine Wasserknappheiten, aber viel weniger Niederschlag. Wieso habt ihr Wasserknappheiten? Dann sind wir mal dieser Frage auf den Grund gegangen. Und am Ende ist eine Publikation auch gestanden im Journal of Cleaner Production und diese Methodik des Water Supply Footprints am Ende dieser dummen Frage irgendwann einmal beim Kaffee, in der Kaffeepause. Auch ganz wichtig ist der Sustainable Process Index, der wurde an der TU Graz erarbeitet, unter der Leitung von Professor Michael Narodoslawski, auch die Prozessnetzwerksynthese. Das sind Tools, die wir jetzt weiter betreuen, die bei uns eine weitere akademische Heimstatt gefunden haben. Professor Narodoslawski ist ja im November in Pension gegangen und seine Arbeitsgruppe wird in diesem Zug auch aufgelöst. Und ich betrachte das auch als eine große Chance und ein großes Privileg, dass wir da 30, 35 Jahre Forschungs- und Entwicklungsarbeit hier weiterführen dürfen und auch mit diesen Methoden arbeiten können. Danke dafür, Michael. Wir haben das Thema Energiezonenplanung, das hier im Hintergrund steht. Da geht es um verschiedenste Formen der räumlichen Differenzierung von Energieverbrauch und auch von Energieerzeugungspotenzialen mittlerweile in den jeweiligen Siedlungsstrukturen und Raumstrukturen.
Andere Dinge, die wir auch mit Büros wie dem Büro Emrich gemacht haben, den Energieausweis 2.0, Energieausweis 1 hat ohne uns stattgefunden, bei 2.0 dürften wir dann mitmachen, so geht es uns auch beim niederösterreichischen Infrastrukturkostenkalkulator in der Version 2. Wir haben aber auch ein Entscheidungsmodell für die Ausweisung von Kernzonen gemacht oder auch zum Beispiel ein Modell für die strategische Vorprüfung von städtebaulichen Projekten aus Umweltsicht, für diejenigen, die sich in der SOP auskennen, so eine Mischung aus Screening und Scoping. Wenn wir uns jetzt diese verschiedenen Zugänge, auch dieses theoretische Funktion, Modell auch darstellen. Welche Arbeitsprinzipien ergeben sich für mich, für meine Arbeit, aber dann auch natürlich für das Institut? Was haben wir da an Arbeitsprinzipien, die wir in den nächsten Jahren auch umsetzen wollen? Das eine ist für mich natürlich wichtig, das Auseinandersetzen mit dem Thema Planungsqualität. Da haben wir heute mit diesem Planerinnen- und Planertag auch einen entsprechenden Startschuss gesetzt, wobei für mich das mehrere Komponenten und viele verschiedene Komponenten hat. Planungsqualität bedeutet für mich auch, mit strategischen und Planungs- und Prüfmethoden zu arbeiten. Das bedeutet, sich entsprechend mit Systemanalysen auseinanderzusetzen, mit räumlichen Modellierungen auseinanderzusetzen und das aber in einer Weise zu tun, wo man Planungstools dann auch generiert, die es Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen erlauben und auch der Öffentlichkeit erlauben, mit verschiedenen Varianten zu spielen und hier in diesem Spiel diese Lernprozesse in Gang zu setzen, sowohl auf der Sachebene als auch auf der Wertebene und hier auch zu entsprechenden gemeinschaftlich vereinbarten, aber auch entsprechend qualitätsvollen Entscheidungen zu kommen, auch im Sinne einer nachhaltigen Raumentwicklung. Es geht auch um die Weiterentwicklung unserer Planungsinstrumente, die wir grundsätzlich in der nominellen Raumordnung vorfinden, in den Gesetzen vorfinden. Es geht um einen konsistenten Ordnungsrahmen, dass wir über die eigenen Gesetze hinausdenken und uns überlegen, ja, was bräuchten wir denn noch an begleitenden Maßnahmen, an komplementären Maßnahmen, um auch planerische Vorstellungen entsprechend umsetzen zu können. Da haben wir auch viel im Bereich Energieraumplanung in dieser Arbeit auch schon in der Vergangenheit gemacht. Und was für mich ganz wichtig ist, ist das Thema des Positionieren von Universitäten als Akteure in einer nachhaltigen Raumentwicklung. Was können wir denn grundsätzlich leisten als Universität in diesem Zusammenhang? Und das heißt für mich auf der einen Seite, neue Interaktionsformen mit Anwenderinnen und Anwendern von Wissen zu erarbeiten. Das können Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträger sein, das können Planerinnen, Planer sein, die in der Praxis arbeiten. Vieles von dem, was wir tun, bei weitem nicht alles, aber vieles von dem, was wir tun, ist nach den Prinzipien der Handlungsforschung ausgerichtet. Das heißt, wir suchen uns unsere Communities of Practice, also die Anwenderinnen, Gemeinschaften von Anwenderinnen und Anwendern von Wissen. Und schon von der Erarbeitung der Forschungsfrage weg, bearbeiten wir Themen gemeinsam, kommen mit methodischen Teilschritten, reflektieren das mit unseren Communities of Practice, die lernen was drüber, über ihr eigenes Problem auf der einen Seite und auf der anderen Seite lernen wir über Methoden, Fragestellungen und über auch Planungstools. Der ELAS-Rechner ist so entstanden, die Energiezonenplanung ist so entstanden und der große Vorteil dieses Ansatzes ist auch, dass man nicht nur sagen kann, nach einer Präsentation, ja, das war jetzt ein schönes Modell und hat das irgendwer angewendet, dann kann man sagen, ja. Die Energiezonenplanung zum Beispiel hat die Stadt Freistadt Aspekte der Energieraumplanung in das örtliche Entwicklungskonzept im Verordnungsteil integriert. Es wurde ein zweites Fernheitswerk gebaut und so weiter. Also es gibt auf sehr unterschiedlichen Ebenen dann auch konkrete Ergebnisse und wir haben natürlich auch sehr viele international hochrangig publizierbare Erkenntnisse gewonnen. Dieses Prinzip von der Forschung umgelegt auf das Thema Weiterbildung und lebenslanges Lernen heißt für mich, mit Customized Education Programs zu arbeiten. Das ist ein Ansatz, der kommt auch teilweise aus Finnland. Haben wir gemeinsam entwickelt in einem Socrates-Projekt, das schon ungefähr 15 Jahre her ist und das wir dann auch jetzt ein bisschen verfeinert haben, theoriegeleitet und theoriegestützt auch weiterentwickeln und auch der Academia Danubiana zugrunde legen wollen. Das ist das Thema, das wir mit auch wieder Communities of Practice einen Bildungsbedarf gemeinsam erarbeiten. Und zwar nicht, indem ich klassischerweise frage, was willst du denn wissen, eine klassische Markterhebung mache, sondern mir überlege, was willst du für ein Problem lösen. Und dann die Frage, weißt du genug, um dieses Problem zu lösen und was musst du noch wissen, um dieses Problem zu lösen. Und aus diesen Fragen heraus auch Weiterbildungsprogramme zu generieren, die vielleicht auch nur einmal oder zweimal umgesetzt werden. Und dann, wenn der Bildungsbedarf gedeckt ist, dann kann man sich aus diesem Thema wieder zurückziehen, das einmotten, vielleicht ein paar Jahre später wieder in einem anderen Kontext ausgraben. Aber es geht nicht darum, dass man laufend
Regelkurse entwickelt, die dann jedes Jahr nach demselben Schema ablaufen. Und für mich auch wichtig, die wissenschaftliche Begleitung von Umsetzungsprozessen. Ein Thema war für mich da die Energieraumplanung, als die fachliche Begleitung der ÖREG-Partnerschaft der einschlägigen, mit der einschlägigen Publikation. Das war so für mich ein ganz wesentliches Projekt in dieser Zeit. Wir machen derzeit einen Leitfaden auch für das Land Steiermark zum Beispiel. Das Land Steiermark hat im Raumordnungsgesetz das Energiekonzept, das Teilkonzept des örtlichen Entwicklungskonzepts stehen. Und wir beschäftigen uns jetzt damit, was dieses Konzept können soll und wie man diese Dinge dann umsetzen soll. Was natürlich wichtig ist, ist die Frage, wie spielen Ordnungs- und Entwicklungsfunktionen in der Raumplanung zusammen und wie können auch formelle und informelle Planungsprozesse eben so genutzt werden und gestaltet werden, dass wir eine nachhaltige Raumentwicklung damit befördern. Das hat natürlich viel mit Partizipation zu tun, wobei ich eben Partizipation dann als geglückt erachte, wenn es eben auch, wenn diese Partizipation auch erlaubt, dass gesellschaftliche Lernprozesse in verschiedenen formellen und informellen Kontexten stattfinden und umgesetzt werden können. Es geht immer auch auf die eine oder andere Art um raumplanerische Strategien zur Bewältigung von Wachstum und Schrumpfung, das auch in unterschiedlichen Raumtypen, von Stadt bis zum Land, von der suburbanen Kleinstadt, der ländlichen Kleinstadt bis in den suburbanen Raum hinein. Und viel von dem, was wir machen, ergibt sich auch aus diesen Ideen, die ich Ihnen heute präsentiert habe, hat was mit der Einschätzung von Folgen zu tun, von ökologischen, sozialen, technologischen und ökonomischen Folgen auf der einen Seite, aber auch Entwicklungen auf die Raumentwicklung. Und auch hier sind immer wieder Fragestellungen vorhanden, die eine nachhaltige Raumentwicklung befördern können. Denken Sie an das Thema Zero Emission Technologies. Wenn Betriebe tatsächlich Zero Emissions haben, dann stellt sich die Frage, ob diese Betriebe nicht viel stärker in ein engmaschiges Netz von Funktionsmischungen integriert werden können, wäre zum Beispiel so eine Fragestellung. Und es geht uns um die Schaffung resilienter Raumstrukturen, also die Fragestellung, wie können wir uns auf Basis der räumlichen Voraussetzungen aufstellen, um gegen Krisen, wie zum Beispiel Naturgefahren, aber auch gegen und Schocks, also kurzfristige Ereignisse wie Naturgefahren und Krisen, wie zum Beispiel Energiekrisen oder auch die Energiewende als Ganzes, ist ja in einer gewissen Art und Weise eine Systemkrise, weil wir Dinge, die wir jetzt tun, die über Jahrzehnte sich eingeschliffen haben, auf eine ganz andere Art und Weise weiterentwickeln müssen. Das sind Arbeitsprinzipien, die wir in verschiedenen Themenfeldern umsetzen, nicht immer alle gleichzeitig, aber das eine oder andere. Und diese Arbeitsprinzipien, die treffen dann auf Themen. Wir haben aktuelle Themen am Institut, mit denen wir uns derzeit beschäftigen. Die sind hinterlegt mit Forschungsprojekten, die sind hinterlegt mit Dissertationen und führen dann eben auch immer zu einer entsprechenden Publikationstätigkeit. Es geht um nach wie vor natürlich bei uns um Energieraumplanung, das heißt Klimaschutz und Energiewende mit raumplanerischen Mitteln zu unterstützen. Ein Entwicklungsaspekt ist Bioökonomie, nämlich dahingehend, dass wenn wir die Energiewende zu Ende denken, dann heißt das ja auch, dass wir die fossile Ressourcenbasis als Gesellschaft gänzlich verlassen sollen. Und jetzt wissen wir, dass schon die Energiewende alleine massive Nutzungskonflikte im Raum verursacht. Und wenn wir das jetzt auf die Bioökonomie umsetzen, als das Thema, wie können wir unsere stoffliche Ressourcenbasis auch fossilfrei gestalten, sind wir notgedrungen im Endeffekt bei Biomasse, heißt das, dass wir die Landnutzungsansprüche weiter erhöhen, den Druck auf das biologisch produktive Land weiter erhöhen. Und die Frage ist, wie wir das im Raum entsprechend integrieren können. Das hat Aspekte, die jetzt wenig mit Raumplanung zu tun haben, aber es ist klar, es geht auch um Fläche, um Flächennutzung und damit sind wir auch bei raumplanerischen Fragestellungen. Wir beschäftigen uns grundsätzlich, auch aus diesem Thema Folgenabschätzung heraus, mit raumrelevanten Prüfverfahren wie SOP, UVP, methodisch zum Beispiel auch mit der Lebenszyklusanalyse von räumlichen Strukturen. Naturgefahrenvorsorge und Raumplanung ist ein wichtiges Thema, betreut vor allem der Walter Seher. Federführend das Thema Raumwirksamkeit, gesellschaftliche Entwicklungsdynamik macht die Tatjana Fischer. Und dann schauen wir uns auch immer an, was bedeutet das jetzt für raumplanerische und infrastrukturplanerische Kontexte. Derzeit läuft da einiges im Bereich Mobilität ab, im Bereich soziale Infrastruktur, auch im Lichte des demografischen Wandels. Und in den letzten Jahren hat sich eine sehr positive Achse mit dem Institut für Siedlungswasserbau, mit dem Thomas Ertl auch entwickelt, wo wir das Thema Abwasserenergie umfassend behandelt haben, als ein Thema der Energieraumplanung und derzeit das Thema Regenwassermanagement bearbeiten, also das Integrieren von grüner und blauer Infrastruktur in die derzeit vorhandenen räumlichen Strukturen.
Auch das Thema Bodenordnung, wieder von Walter Seer vertreten, ist sehr wichtig. Und da geht es auf der einen Seite um Wissenstransfer, auch im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit zum Beispiel. Aber es geht auch darum, dass wir das Wissen, das wir haben im Bereich der ländlichen Neuordnung, der Flurbereinigung und Kommasierung, auch für das Bauland nutzbar machen wollen. Das Stichwort Baulandumlegung ist hier den Expertinnen und Experten ein entsprechender Begriff. Und da ist die Frage, wie wir das auch noch methodisch entsprechend begleiten können. Und ein für mich jetzt letztes Thema, das jetzt zumindest mit zwei Projekten hinterlegt, das ist das Thema Weiterbildung in der Raum- und Umweltplanung. Ein Projekt mit dem Land Niederösterreich gemeinsam und ein Projekt, das wir eben schon angesprochen, die Academia Danubiana, für die Universität entsprechend abwickeln. Wer sind wir? Das ist unser Institut. Ich werde jetzt nicht alle namentlich erwähnen, aber wir sind derzeit 15 Personen, werden in Kürze 17 Personen sein, die sich diesen Themen widmen können. Und bevor ich jetzt wieder das Wort an die Moderation übergebe, ist es noch Zeit, Dank zu sagen, ganz vielen Menschen Dank zu sagen, nämlich Weggefährtinnen und Weggefährten, die mich an dieser akademischen Laufbahn unterstützt haben, die dazu beigetragen haben, dass ich hier heute stehen kann und diese Professur, diesen Lehrstuhl auch in der Art und Weise ausüben kann, wie ich das vorhabe, wie ich das auch präsentiert habe. Viele sind heute da, kann nicht alle erwähnen, ich möchte nur ganz, ganz wenige hier ganz kurz ansprechen. Meine Eltern natürlich, Eltern kann man immer für sehr viele Dinge danken, unter anderem auch für eine sorgenfreie Studienzeit. Meiner Frau, und zwar vor allem auch dafür, dass wir, sie ist Geisteswissenschaftlerin, hat Geschichte und Politikwissenschaften als Hintergrund auch in der Wissenschaft tätig, dass wir viele Themen, die wir auch hier heute gehört haben, aus verschiedenen Perspektiven gemeinsam beleuchten können, hier diskutieren können, auch meine Tätigkeit reflektieren, gerade wenn es um Partizipation, um Macht geht, ist es zum Beispiel sehr interessant, eine politikwissenschaftliche Perspektive dazu auch immer parat zu haben. Auch dafür herzlichen Dank, Hildegard. Und dann kommen ein paar Leute, die mich im Laufe meiner beruflichen Laufbahn entsprechend begleitet haben, die hier zu erwähnen sind, und ich möchte da durchaus chronologisch anfangen, er ist auch heute hier bei Architekt Diplom-Ingenieur Peter Horacek, das war mein erster Arbeitgeber, ich habe 5 Jahre lang in der örtlichen Raumplanung verbracht, im Zivildechnikerbüro, und er war ein ganz hervorragender Lehrmeister, wir haben in einer Zeit gearbeitet, in der die örtlichen Entwicklungskonzepte in das Raumordnungsgesetz gekommen sind, beziehungsweise kurz später darauf, wo es viel Aufbruchsstimmung in der Raumplanung auch diesbezüglich gegeben hat, wo neue Entwicklungen, auch methodische Entwicklungen notwendig waren, wo wir auch viel mit Partizipation gearbeitet haben. Es war eine sehr spannende Zeit, auf die ich nach wie vor auch meine Arbeit hier jetzt befruchtet. Ich möchte auch mich bei meiner Vorgängerin bedanken, Professor Gerlind Weber, die mir ermöglicht hat, überhaupt diesen Einstieg in dieses Institutsleben, die mich geholt hat, auch meine Dissertation entsprechend betreut hat und in der letzten Zeit, in den letzten Jahren auch einen ich würde sagen, Mentor und lieben Freunden, Michael Narodoslawski von der TU Graz hier ganz klar auch hier hervorheben, weil wir gemeinsam sehr viele Forschungsergebnisse erzielt haben, Arbeiten, die Grundlagen bilden für das, was wir heute machen. Und last but not least möchte ich mich beim IRUP-Team bedanken, bei euch allen, die meisten davon sind auf diesem Foto zu sehen, für euer Engagement, für eure Motivation und aber auch für eure Kompetenz, mit der ihr diese Themen bearbeitet, weiterbringt, auf einem sehr hohen wissenschaftlichen Niveau. Es ist eine große Freude, mit euch zu arbeiten. Vielen Dank dafür. Damit bin ich am Ende meiner Präsentation. Applaus